hängt damit zusammen, dass das Zitat den lebendigen Geist von Gundolf stammt, einem jüdischen Autoren. Und das hat ihm nicht gefallen. Ich kann es mal rumgeben, was sie daraus gemacht haben. Das ist eigentlich wunderschön selbst entlarven. Die haben nämlich als Gegenstück zum lebendigen Geist dem deutschen Geist dahin gehängt. Und statt der Pallas Athene einen deutschen Adler. Wir stehen hier aus verschiedenen Gründen. Natürlich ist es ein zentraler Ort der Universität. Ganz lustig, der Waffenring und die völkische Studentenschaft hat gegen diesen Neubau wahnsinnig mobil gemacht, weil er von Geldern finanziert wurde von einem gewissen Gold Schurman. Kann vielleicht von dem Namen her erraten, amerikanisch-jüdischer Herkunft, der später der Vertreter der USA in der BRD und wohlhabender Mann und hat einen Teil davon finanziert, deswegen galt das als mit jüdischem Geld erbautes Schandwerk. Ästhetisch haben sie nachher gemerkt, auch passt uns gar nicht so schlecht rein, wenn wir den Spruch ändern. Interessant ist übrigens auch, dass Goebbels bei Gundolf eigentlich promovieren wollte. Er hat später bei einem anderen jüdischen Professor, Kardinal von Waldberg, Frau Max Freiherr von Waldberg, promoviert. Er ist nachher natürlich als besonderer Heidelberger Verbindungsstudent, übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, Joseph Goebbels. Es gab tatsächlich, und das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, aber vielleicht machen wir es so rum. Ich bin vorhin gefragt worden, wie ich dazu komme, diese Stadtführung zu machen. Es ist tatsächlich so, ich habe irgendwann von der Vereinigung der Überlebenden des Nazi-Regimes diese Stadtführung übernommen von der Sophie Berlinghoff und dem Max Oppenheimer. Und als die nicht mehr so gut laufen konnten, habe ich das übernommen. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, wenn man über Heidelberg und Nationalsozialismus redet, dann redet man viel über Studentenverbindungen, aber es ist im Rahmen von so einer Führung nicht die Zeit, wirklich auf Hintergründe einzugehen und das so zu erklären, dass man es ein bisschen differenziert auch darstellen kann. Deswegen haben wir angefangen, diese Stadtführung als eigene Stadtführung zu machen. Das hier ist, wie in anderen Städten auch, der Ort der Bücherverbrennung gewesen in Heidelberg. Es gibt davon kein Foto. Bei der damaligen Technik waren Fotos bei solchen Lichtverhältnissen eigentlich kaum möglich. Es gab Kohlezeichnungen, da gebe ich gerade mal eine rum, die im Heidelberger Tagblatt veröffentlicht worden ist. Interessant ist der Ablauf der Bücherverbrennung in Heidelberg und der macht vielleicht auch noch mal so ein bisschen das Verhältnis von Studentenverbindungen und NSDStB bzw. NSDAP deutlich. Diese Treppe, auf der hier steht, ne, die war nicht etwa den Braunhemden vorbehalten, sondern da standen die Korporationen mit ihren Fahnen. Es gab zwei zentrale Brandreden. Die eine war von dem bereits erwähnten Gustav Adolf Scheel, dem Reichsstudentenführer und gleichzeitig Vorsitzender des VDST. Die andere, war vom alten Herr, von einem alten Herrn der Franconia gehalten. Und es wurde auch nicht das Horst-Wessel-Lied gesungen zum Entzünden des Scheiterhaufens, sondern Burschen heraus, also das traditionelle Burschenschafterlied, was aber durchaus weit über Burschenschaften hinaus ein symbolisches Lied Verbreitung hat. An der Stelle sollten wir vielleicht auch nochmal, einfach weil man so fast einen Blick rüberwerfen kann, auf ein anderes Idol der Heidelberger Verbindungsstudenten eingehen, nämlich auf Professor Lehnert, einer der Nobelpreisträger. Der steht tatsächlich komplett kommentarlos in der Liste der Nobelpreisträger. Der hat sich selbst gesehen als den Begründer der arischen Physik. Arische Physik sollte das sein, was Einstein außer Acht lässt. Das ist wirklich so, der hat sich wahnsinnig gekränkt gefühlt, als Einstein Nobelpreis gekriegt hat und hat dann gesagt, nein, wir müssen eine arische Physik ohne Einstein machen. Dafür ist er wahnsinnig abgefeiert worden und war später einer der großen Repräsentanten des Showdowns zwischen völkischen Studenten und linken Studenten, nämlich bei der Ermordung von Walter Rathenau. Ihr wisst, Außenminister der Weimarer Republik, jüdischer Herkunft, sollte selbstverständlich in der gesamten Stadt und der Universität Trauerbeflaggung angeordnet werden. Und Lehnert hat gesagt,
wegen eines totgeschlagenen Juden wird er noch nicht seinen Lehrbetrieb unterbrechen. Er hat die Fahne hochgehisst und es verbreitete sich wie ein Lauffeuer bei den Verbindungsstudenten. Da wird eine völkische Kundgebung sein. Es gab eine riesige Schlacht ums Physikalische Institut am Philosophenweg. Die ist tatsächlich damit geendet, dass Carlo Mierendorf, einer der sozialdemokratischen linken Studenten, als Anführer eines Haufens von linken Studenten den Lennart quasi festgesetzt hat und der Polizei übergeben hat. Das ist ihm nicht gedankt worden. Der Lennart ist hier weiter geehrter Professor geblieben. Carlo Mierendorf wurde von der Universität relegiert. Vielleicht zur weiteren Geschichte. Der gehörte neben Goebbels zu den Ehrendoktoren der Universität, als dann die Nazis an die Macht kamen. Sie haben dann aber ihm sehr freundlich nahegebracht, dass das mit der arischen Physik für die praktische Forschung jetzt bitte hinten anzustehen hat, weil man die dann doch brauchte, speziell zu Waffenforschung und so weiter. Und so hat er quasi dann sein Rentnerdasein auf seinem Ehrendoktorstuhl verbracht. Ja. Für was hat er den Nobelpreis bekommen? Oh, ich bin so schlecht in Physik. Physik ist halt ja nichts. Ja, also ich weiß es nicht. Irgendwas mit Strahlen. Aber das ist ganz. Weiß es jemand? Nein? Ich bin keine Physiker. Physik kann keiner wissen. Ja, eben. Also ich weiß es nicht. Irgendwas mit Strahlen reicht mir aus. Ja. Okay, Vance. Ach so, ja, vielleicht sollten wir an der Stelle dann nochmal den Übergang zu Kameradschaften. Also ich habe es ja schon vorhin gesagt, es gibt sehr wenige Studentenverbindungen, die sich freiwillig oder freiwillig in Anführungszeichen ganz aufgelöst haben. Die allermeisten haben sich umgewandelt in sogenannte Kameradschaften. Das hatte den Vorteil, dass man den Verbindungsbesitz, der ja nicht unerheblich war, also speziell in die Häuser, behalten konnte. Und es ist aber auch das Verbindungsleben da fortgeführt worden. Also es ist einfach nicht wahr, dass die Nazis das streng unterbunden hätten oder so, sondern es gibt zig Fotos, die noch an der Front in Couleur mit Juden geschlagen werden und so. Also das ist nicht wirklich unterbunden worden. Es gab in Heidelberg mal große Aufregung, weil ein alter Herr der Burschenschaft Alemannia gestorben war und die hatten eine Traueranzeige veröffentlicht und da stand aktiv SS 43. Und dann haben alle, um Gottes Willen, SS 43, schlimm. Und dann hat die Burschenschaft Alemannia klargestellt, nein, das bedeutet Sommersemester 43. Allerdings für jemanden, der ein bisschen Ahnung hat, ist das eigentlich noch viel entlarvender. Denn im Sommersemester 43 gab es ja offiziell keine Studentenverbindungen mehr, sondern nur noch die NS-Kameradschaften. Das heißt, die haben tatsächlich als Alemannia ihr Bundesleben ganz nahtlos fortgeführt.